Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, mit meinem Hardware-Check zur Air-Up-Flasche, die ich jetzt eine ganze Weile benutzt habe. Wartet, ich habe mir extra ein Foto gemacht, ich habe mir das auf dem Handy, nämlich auf dem PC nämlich aufgeschrieben. Der Test 8 Tester, hier, der hat mich nämlich auf die, das ist ein Abonnent von mir, der hat mich auf die Flasche aufmerksam gemacht. Und ich dachte, das ist doch Quatsch. Ist doch Blödsinn. Es kann doch nicht sein, dass ich Wasser trinke und nur weil oben was riecht, dass das Wasser danach schmeckt. Nachdem ich meine ersten Videos dazu gemacht habe und die eine Weile benutzt habe, habt ihr mir, ich weiß gar nicht, wer es war, hat mir einen Link geschickt von einem Galileo-Video, die hatten das auch getestet. Fand ich sehr interessant, die Entwicklung von der Flasche zu sehen. Die haben sich wirklich was bei gedacht. Und ich muss, um jetzt mal vorzugreifen, sagen, es funktioniert wirklich und ich bin begeistert. Ja, also ich werde euch nochmal den Karton zeigen. Ich habe leider die Nachfüllpacks nicht mehr, damit ihr die Leute, die das Unboxing nicht gesehen haben, wenn ihr das Starter-Set bestellt, ihr kriegt dazu natürlich auch, hier ist jetzt so ein durchsichtiger Teil, da ist eigentlich die Box drin, die ist ja alle. Dann kriegt ihr auch noch so einen Zettel mit bei, wie das funktioniert. Ja, also da ist zu, da ist auf und dadurch kommt dann halt der Duft. Der Duftpot ist aktiv, ja, wenn es hochgezogen ist. Das werde ich euch gleich alles noch erzeigen. Und so, hier geht es dann hoch und dann trinkt man halt Wasser. Ich zeige euch das gleich alles. So, und hier sind dann eigentlich die Duftpots drin. Im Starter-Set sind, glaube ich, 5 Stück enthalten und hier ist die Flasche drin. Ihr kriegt dann auch noch eine Anleitung oder eine Erklärung, wie das funktioniert, alle ganz genau, und eine Karte kriegt ihr auch noch mit bei. Also ist wirklich schön verpackt, selbst die Verpackung ist wirklich gut designt. Und hier an der Seite sehen wir auch nochmal, Duftpott rausziehen, so, also nach oben ziehen, nach unten drücken, trinken, verschließen und hier dann auch nochmal Wasser rein, also ganz normales Leitungswasser. Und hier kommt das Wasser hoch, der Duftpott, und da raufstecken. Erkläre ich euch aber gleich nochmal ganz genau, wie das funktioniert, wenn wir uns die Flasche jetzt hier nochmal genau angucken. So. Bevor ich dann halt sage, was ich alle getestet habe, zeige ich euch erstmal die Flasche. Also den Deckel, den kann man abschrauben, den kann man sich auch irgendwo hängen. So. Und so sieht die Flasche aus. Ich habe jetzt hier einen Duftpott oben drauf. Der hat auch noch minimal Geruch. Also ich habe alle aufgebraucht. Ich will mir auch noch demnächst noch mal ein Set bestellen bei Amazon. Was kosten da, glaube ich, ein 5er-Pack oder ein 3er-Pack 10 Euro? Ich weiß es jetzt aus dem Kopf gar nicht. Ich mache euch mal die Links in die Videobeschreibung. Was geil ist, wir brauchen die Flasche nicht hier oben aufschrauben oder so. Das ist eine Gummidichtung. Die machen wir einfach ab. Wir haben einen schönen großen Strohhalm. Sieht man das? Ja. So, und dann machen wir das hier einfach wieder rauf. Zack. Und enthält wirklich dicht. Also es ist niemals in der ganzen Zeit undicht gewesen, dass mir Wasser ausgelaufen ist. Oder wenn die Flasche umgeschmissen wurde von meiner Tochter, das Wasser rausgelaufen ist. Gar nicht. So, hier haben wir den Duftpott. So, den machen wir mal komplett ab. So, da braucht man ein bisschen mehr Kraft beim Abmachen. Und so sieht die Flasche aus. Ja. Und hier haben wir dann so ein Pinöpel, so einen Haken. Seht ihr das? Ja. So vielleicht. So. Und der Duftpott hat auch so was. Und das muss man dann halt hier raufstecken. So. So ist es jetzt zu. Und wir haben jetzt, ihr seht, hier kann man es ein Stück hoch machen. Und so ist es jetzt auf. Und dann trinkt man ganz einfach. So. Und macht wieder zu. Und schraubt zu. Fertig. Und hier steht OR ab. Also was mir aufgefallen, also ich habe, wie gesagt, ich kann euch sagen, was ich getestet habe. Ich habe es mit stillem Wasser getestet. Ich habe es mit Medium Wasser getestet. Ich habe es mit Leitungswasser getestet, weil unser Leitungswasser ist sehr, sehr kalkhaltig. Ich habe gedacht, testest du mal, weil das schmeckt, also wenn du normales stilles Wasser aus dem Laden holst, schmeckt das schon anders, als wenn es bei uns aus der Leitung kommt. Hab das getestet. Und bei allen habe ich Geschmack gehabt, obwohl kein Geschmack im Wasser ja ist. Es ist jetzt nicht so, wenn ich nehme jetzt mal Apfel als Beispiel. Das ist ein Apfelpott zum Beispiel mit bei, das war der erste, den ich hatte und benutzt habe.
Es ist jetzt nicht wie wenn ihr im Laden Wasser mit Apfelgeschmack holt. Weil da ist Haufen Aroma drin, Süßstoff und bla bla bla. So ist es nicht. Es ist weniger. Viel weniger. Aber es ist Geschmack da. Und ich finde wirklich angenehm. Also man schmeckt Wasser, also mit einem leichten Geschmack. Und der Geschmack wird nur dadurch vorgegaukelt, weil der Pott riecht und wir beim Trinken praktisch durch den Geruch Geschmack reinkriegen. Wir tricksen also unser Gehirn aus. Gefühlt. Aber das ist jetzt nur mein persönliches Empfinden. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. Wenn einer von euch die Airhub-Flasche hat, kann er ja gerne mal ein Feedback bei mir dalassen, ob das bei ihm auch so ist. Wenn ich Wasser mit Medium, also ich habe nicht normal Kohlensäure, also mit viel Kohlensäure, ich mag das nicht so. Ich habe mit Medium Kohlensäure versucht, also Medium Wasser. Da ist für mich das Empfinden, dass der Geschmack noch mal ein bisschen mehr rauskommt. Ja, aber es ist jetzt nur mein Empfinden. Ich weiß nicht, ob es wirklich so stimmt. Einen kleinen negativen Punkt finde ich, also na, so negativ ist der auch nicht, ich muss mehr rülpsen. Weil man, der Strohhalm ist ziemlich groß, man nimmt viel Wasser mit und irgendwie muss ich dadurch von mehr rülpsen. Habe ich das Gefühl. Es kann auch sein, dass es subjektives Empfinden ist, aber das ist jetzt mein persönliches Gefühl. Aber im Großen und Ganzen, 650 Milliliter passen da rein an Wasser, also bis zum Strich, man kann auch ein bisschen mehr drin machen, bin ich mit der Flasche echt zufrieden. Wirklich, ich hätte das nicht gedacht. Ich habe gedacht, das ist Verarsche. Das kann nicht sein. Das ist doch Blödsinn, geht nicht so was. Aber es funktioniert, ich schwöre es euch. Ich schwöre es euch, obwohl ich die gratis gekriegt habe, hier steht irgendwo in der Werbung, ist meine persönliche Meinung, es funktioniert wirklich. Ich war sehr, sehr skeptisch am Anfang. Aber die Skeptikkeit war beim ersten Tag, beim ersten Mal benutzen weg. Da dachte ich, was? Wie kann denn das funktionieren? Kommt dann nur. Ja, und dann hat ja einer von euch mir das Video geschickt und da war das dann erklärt, dass durch den Geruch und so was alles und wie sie die Flasche entwickelt haben, war sehr, sehr interessant. Ich werde mal gucken, ob ich diese Galileo-Doku noch finde. Dann packe ich euch die in die Videobeschreibung. Fand ich sehr, sehr interessant. So, die Webseite packe ich euch rein, Amazon-Links packe ich euch rein. Wie gesagt, mein Fazit, absolut geil, ich bin begeistert. Das einzige Negative beim Nachkaufen, die Pots sind ein bisschen teuer. Wenn man da vielleicht noch was am Preis drehen könnte, wäre das vielleicht noch für den einen oder anderen eine bessere Alternative, würde ich jetzt mal so sagen. Aber sonst wirklich nur positive Erfahrungen mit der Flasche gemacht. Ich danke auf jeden Fall Test8Tester, der mir die Flasche ans Herz gelegt hat, der gesagt hat, teste die mal, die ist gut oder sag mal deine Meinung dazu. Ich wäre sonst so nie darauf gekommen. Da gehen erstmal Grüße raus. Ich bin jetzt weg, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen, so war es richtig. Ich bin jetzt schon ein bisschen verplant. Däumchen wären Träumchen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.